die chinesische Sonderwirtschaftszone Hongkong. In Zeiten von Instagram und Co. hat die Urlaubsfotografie einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Hier sind auf Schritt und Tritt Touristen unterwegs, die mit ihren Smartphones Selfies knipsen oder auf der Jagd nach dem ultimativen Motiv sind. Ein typischer Hof in den Häuserschluchten der Millionenmetropole. Bis vor kurzem spielten hier ältere Männer täglich Karten, bis sie den Selfie-Jüngern weichen mussten, die hier ein originelles Motiv wittern. Die älteren Leute sind rücksichtsvoll. Sie haben sich an einen ruhigeren Ort verzogen. Sie wollen den Hintergrund der Fotomotive nicht stören, auch nicht die Atmosphäre. An diesem Ort hat die südkoreanische Boyband Seventeen mal ein Video gedreht. Für viele, vor allem asiatische Touristen, Grund genug, hierher zu kommen. Viele fragen mich nach dem Weg und ich verrate ihn ihnen. Meinetwegen. Die Behörden haben das im Ausland veröffentlicht und die Leute mögen das. Die Bewohner von Hongkong sind Menschenmassen gewohnt. Und die vielen Selfie-Jünger werden ebenfalls mit viel Geduld ertragen.